Das Forum, internationale Ansätze zur Green Internationalization. Die Idee hinter dem Forum war ein bisschen an den Vormittag anzuknüpfen. Wir hätten ja eigentlich eine Präsentation von Mika Saarinen hören sollen zu dem Thema. Es sind aber auch sehr viele andere, sehr gute Beiträge, sehr interessante Maßnahmen vorgestellt worden. Es kursiert ja sehr, sehr viel in dem Bereich. Es gibt restriktive Maßnahmen, Unterstützendes. Wir wissen aber auch von Mechanismen wie zum Beispiel dem Fly-Shaming, was gerade in Nordeuropa sehr präsent ist. Wir kennen jetzt auch von der neuen Programmperiode in Erasmus Plus, dass die Europäische Kommission stärkeren Fokus darauf legt. Es gibt diese Green Travel Top-Ups, wo dann aktiv geschaut wird. Internationalisierung, den Austausch, Mobilität eben ökologisch nachhaltig durchzuführen. Und wir wollen dieses Forum ein bisschen zum Anlass nehmen, diesen Austausch fortzuführen und in eine Diskussion zu gehen und um uns gegenseitig auszutauschen. Der Ablauf dieses Forums ist wie folgt. Nach einer kurzen Begrüßung jetzt wird uns Karin Dobernik 5 bis 10 Minuten einen kurzen Input zum Thema geben und so ein bisschen anfeuern für die Diskussionsrunden, die dann danach folgen. Das sind in etwa 25 Minuten. Wir werden in Breakout-Sessions gehen. Je nachdem, wie die Teilnehmerlage dann ist, werden wir in etwa, also werden wir rund 8 Personen sein. In jedem von diesen Breakout-Rooms, von diesen Diskussionsrunden gibt es einen Moderator, eine Moderatorin. Das ist entweder der Rainer Enzensberger, Karin Dobernik, Katharina Wurzer oder eben ich. Wir werden die Diskussion ein bisschen anleiten. In den letzten 10 Minuten kommen wir wieder zurück ins Plenum, fassen kurz zusammen, was in den Diskussionsrunden alles gesagt wurde, welche interessanten Punkte aufkamen. Und danach haben wir nochmal die Möglichkeit, in der größeren Runde uns darüber auszutauschen. Für die, hoppsala, zurück, ups, Entschuldigung. Für die Diskussionsrunde haben wir uns auch Fragen überlegt. Ich hoffe, Sie sehen sie jetzt. Diese Fragen sind sehr allgemein und sollen nur eine grobe Richtung vorgeben, in die wir gerne uns austauschen und diskutieren würden. Das ist zum einen, wie geht Ihre Institution und vor allem Ihre internationalen Partner in den International Offices in der Hochschule mit Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit gerade im Bereich der Internationalisierung um? Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem? Hochschulen sind ja auch in einem globalen Wettbewerb. Wir kennen das von diesen ganzen Rankings. Da ist Internationalisierung auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Wie kann eine Hochschule auf der einen Seite ökologisch nachhaltig sein und trotzdem wettbewerbsfähig bleiben? Die letzte Frage wäre, welche Maßnahmen gäbe es, um eben eine Balance zwischen dieser ökologischen Nachhaltigkeit bei Mobilitäten und bei der Internationalisierung zu erreichen und gleichzeitig akademische Ziele wie Forschung oder Lehre da voranzutreiben? Und wie sollte das dann auch institutionell eingebettet sein? So, ich möchte das Wort jetzt an Karin Dobernik übergeben, die uns diese ganzen Fragen und insgesamt auf den Themenbereich noch näher eingehen wird. Karin, bitte. Super, danke. Ich versuche jetzt auch meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, man sieht jetzt nicht die Referentenansicht. Nein, das passt gut. Passt, super. Gut, danke schön. Ja, also wie schon erwähnt wurde, also ich möchte jetzt eigentlich nur für ein paar Minuten ein paar Impulse geben. Vor allem eigentlich auch um vieles, das ja heute schon gesagt worden ist, auch ein bisschen zusammenzufassen, zu strukturieren und dann eben auch so eine Grundlage für die Diskussion in den Kleingruppen dann zu legen. Also in unserem Forum heute geht es ja um internationale Ansätze zur Green Internationalization mit einem Fokus, das konnten Sie jetzt auch in der sozusagen in der Einführung schon mitnehmen, auf eben, sage ich mal, grüne oder nachhaltige Mobilität. Natürlich ganz klar mit dem Wissen und dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit im Kontext Hochschule natürlich mehr ist als grüne Mobilität. Dass auch Internationalisierung im Kontext Hochschule mehr ist als physische Mobilität. Und das sage ich jetzt natürlich, also das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, dass auch Nachhaltigkeit mehr ist als Klima und CO2. Ja? Und da geht es eben nicht nur um jetzt soziale Nachhaltigkeit, sondern auch auf der ökologischen Seite gibt es da noch ganz, ganz viele andere Themen, die ebenfalls wichtig sind. Aber auch in der derzeitigen gesellschaftlichen Diskussion ist einfach das Klima sozusagen allgegenwärtig. Wenn wir jetzt sozusagen uns ganz grob aus Hochschulsicht überlegen, gut, Strategien für klimafreundliche Mobilität oder klimafreundliche Mobilität zu fördern, gibt es im Endeffekt zwei große Strategien. Einerseits eben die Reduktion von CO2-Emissionen oder Klimaemissionen, die durch Mobilität anfallen.
und andererseits eben das Thema Kompensation. Aus Klimasicht, Herr Getzing hat es auch schon betont, ist natürlich Reduktion immer besser als Kompensation, aber grundsätzlich sind das zwei sich ergänzende Strategien. Und bei der Reduktion, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dem Kontext nochmal zu betonen, sprechen wir einerseits davon, dass wir jetzt Mobilitätspraktiken durch Nicht-Mobilitätspraktiken ersetzen und andererseits eben klimaschädlichere Mobilitätsformen durch klimafreundlichere Mobilitätsformen quasi ersetzen. Wenn wir jetzt schon also konkret auf diese Maßnahmenebene gehen und Lukas hat es vorher schon erwähnt, es sind ja schon einige sozusagen erwähnt worden. Ich habe da jetzt vor allem versucht, die ein bisschen zu strukturieren und auch auf eine Art und Weise, wie das auch in der Nachhaltigkeitsforschung eigentlich üblich ist. Ja. Also mal die am häufigsten eingesetzte Maßnahme und die auch am wenigsten sozusagen invasivste ist naturgemäß quasi Informations- und Bewusstseinsbildung. Da gibt es natürlich eine lange, lange Liste an Beispielen, haben wir heute in der Früh auch schon gehört, viele Beispiele auch in österreichischen Hochschulen. Ich habe da jetzt nur zwei internationale Beispiele herausgegriffen, zum Beispiel die Universität Basel, aber auch die ETH Zürich haben sogenannte Factsheets, ja, wo sie quasi informieren, zum Beispiel über den CO2-Fußabdruck von unterschiedlichen Transportmitteln, auch Anleitungen, Hinweise geben an Hochschulmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie denn jetzt Mobilität nachhaltiger gestaltet werden könnte. Ein interessantes Beispiel, ich muss ehrlich sagen, da habe ich nur anekdotische Evidenz, ist die sogenannte Aircraft-Free Communication. Das bedeutet, dass man sich quasi in der Hochschule dazu verpflichtet, dass man zum Beispiel Flugzeuge nicht mehr als Symbol für Internationalisierung oder für internationale Reisen verwendet. Also das heißt, da geht es dann auch viel um das Thema symbolische Kommunikation, was ich eigentlich auch einen interessanten Punkt gefunden habe. Ich meine, aus der Nachhaltigkeitsforschung wissen wir, dass jetzt nicht nur im Bereich Mobilität, aber auch bei vielen anderen Themen Informationsmaßnahmen einerseits ganz wichtig sind, aber auf der anderen Seite gibt es relativ wenig Evidenz dafür, dass Informationsmaßnahmen alleine wirklich sozusagen große Verhaltensveränderungen jetzt sozusagen auslösen können. Ja. Eine zweite Gruppe von Maßnahmen setzt die sozusagen auch schon viel diskutierten Incentives und Disincentives, die oftmals natürlich finanzieller Natur sind, ein. Beispiele sind eben Förderung der Nutzung von Fernbus, Fernbahn und so weiter. Das bedeutet natürlich, dass sich die Hochschule dazu committet, diese Mobilitätsformen zu finanzieren, auch wenn sie vielleicht teurer sind als zum Beispiel die Flugreise. Natürlich auch die finanzielle Unterstützung bei der Wahl von klimafreundlicher Mobilität, Stichwort Green Mobility Zuschuss im Erasmus Plus Programm, aber natürlich sozusagen auf der Disincentive-Seite ein Klimaschutzbeitrag auf Dienstreisen, das hat ja Herr Getzing heute auch erwähnt, das macht die TU Graz, aber auch zum Beispiel die University of California hat einen sogenannten Air Travel Mitigation Fund. Das heißt, es ist so, dass eben die Departments einen Klimaschutzbeitrag zahlen für jede Flugreise, die quasi von Mitarbeitern des Departments quasi getätigt wird. Und das kommt dann in diesen Air Travel Mitigation Fund und daraus werden dann universitätsweite Projekte finanziert, die nachweislich quasi einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also es geht so quasi um so eine Umwidmung von diesen sozusagen Klimaschutzbeiträgen. Was ich auch mit Ihnen teilen wollte, ist sozusagen eine Maßnahme, die vor allem in der Forschung rund um nachhaltigen Konsum sozusagen nach wie vor viel diskutiert wird, sogenannte verhaltensbasierte Regulierungen. Das sogenannte Nudging haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Da geht es im Endeffekt darum, dass man quasi die Konsumenten und Konsumentinnen oder eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Wahlfreiheit jetzt nicht einschränkt, aber durch ganz kleine Veränderungen in der sogenannten Entscheidungsarchitektur sozusagen die Menschen in die klimafreundlichere zum Beispiel Entscheidungsoption so stupst. Ja, daher kommt auch das Wort. Ja. Also ein Beispiel wäre, dass man CO2-Kompensation bei der Buchung von Flugreisen als Standard setzt, ja, dass man auch den Zug zum Beispiel als Default-Transportmittel bei Dienstreisen innerhalb von Europas angibt. Das heißt sozusagen, dass es so eine sogenannte Opt-out-Option ist. Das heißt, wenn ich dann trotzdem mit dem Flugzeug fahren will, dann muss ich mich quasi bewusst dafür entscheiden. Und was ich da noch gefunden habe, ist also die UNEP hat erst vor relativ kurzer Zeit das sogenannte Little Book of Green Nudges publiziert. Das ist so ein bisschen eine Handreichung für Universitäten und Hochschulen, wie eben diese sogenannten Nudges
am Campus in unterschiedlichen Bereichen, Ernährung, Mobilität und so weiter, sozusagen eingesetzt werden können, um eben klimafreundliches Verhalten zu unterstützen. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, das ist auch schon mal gefallen war, also heute schon viel diskutiert worden, die Schaffung von Infrastruktur, von technischer Infrastruktur, aber auch institutioneller Infrastruktur. Also zum Beispiel, da empfehle ich den sehr umfassenden Integrated Transport Plan von der University of Edinburgh. Also die haben ganz, ganz viele Punkte, wie sie eben wirklich Infrastruktur am Campus schaffen, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Da geht es eben über die Einrichtung von Bike-Sharing-Systemen, Bike-Repair-Cafés, Carpooling und so weiter. Also da geht es darum, dass man dadurch eben nachhaltige Mobilitätspraktiken fördert und auf der anderen Seite eben nicht nachhaltigere Mobilitätspraktiken schwieriger macht, also zum Beispiel, indem man jetzt Parkplätze reduziert. Ja. Natürlich geht es da auch um dieses heute schon viel diskutierte, um die digitale Infrastruktur, Teleconferencing, Telework, Fernlehre und so weiter. Das würde da natürlich auch hineinfallen. Und natürlich damit verbunden ganz stark diese institutionellen Rahmenbedingungen, wie gesagt, Stichwort Virtual Mobility oder Internationalization at Home. Aber da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil das haben wir heute schon mehrfach auch gehört. Beim Thema Regulationen, Verbote, Policies findet man noch relativ wenig. Ja. Ich meine, kommt natürlich darauf an, wie man das genau fasst. Ja. Also schon die Universität Genf zum Beispiel, also die formuliert das so, dass Flugreisen grundsätzlich für Destinationen verboten sind, die innerhalb von 4 Stunden mit dem Zug erreichbar sind. Wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man, gut, grundsätzlich ist es schon möglich, man muss es halt nur ganz stark argumentieren. Ja, vielleicht kurz jetzt zum Abschluss. Also wie gesagt, das war jetzt nur so ein bisschen ein Überblick als sozusagen auch als Handreichung für die Diskussion, wie man vielleicht über solche Maßnahmen nachdenken kann. Aus meiner Sicht sind 3 Prämissen oder Voraussetzungen ganz essentiell. Einerseits eine klare Definition von Ziele und Wirkungsebene. Das heißt, worum geht es uns? Wollen wir CO2-Emissionen reduzieren? Wollen wir Mobilitäten reduzieren? Wollen wir Kosten reduzieren? Geht es uns um Förderung von Nichtmobilitäten und so weiter? Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist auch das Thema Messbarkeit und die damit verbundene klare Kommunikation von Einsparungszielen und Erfolgen. Also dass eben auch klar ist, was wurde denn erreicht und wie. Eben wie gesagt, von Kosteneinsparung über CO2 und so weiter, ist natürlich auch wichtig, weil es ist ein Punkt, quasi gewisse Maßnahmen zu setzen, aber es ist ein ganz anderer Punkt, dann auch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen auch belegen zu können. Und was uns, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion immer begleiten wird, sind Zielkonflikte auf institutioneller und auch auf individueller Ebene. Die werden bestehen bleiben. Ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, dass wir die auch wahrnehmen, offen diskutieren und auch bis zum gewissen Grad auch aushalten. Ja, gut, das war es schon von meiner Seite. Wie gesagt, nur ein kurzer Impuls und ich hoffe eben, dass es jetzt ein guter Übergang war für die Diskussion in den Kleingruppen. Ich gebe es wieder an den Lukas. Dankeschön, Karin. Danke für den sehr interessanten Überblick. Ich werde Sie jetzt alle in Breakout-Sessions schicken. Wir haben jetzt eben rund 6 bis 7 Leute pro Breakout-Session. Das heißt, das ist eh sehr, sehr, also optimal für Diskussion. Wir werden in etwa um 13.40 Uhr, 13.45 Uhr dann wieder zurückkommen ins Plenum. Okay, hallo. Es sind einige leider ausgestiegen. Sind Sie aktiv mit dabei? Ansonsten würde ich so machen, dass wir vielleicht 2 Sessions machen. Oder 3. Okay. So,
Hallo. Sehr schön. Es sind ein paar Leute leider nur passiv dabei, die sind nach den Räumen nicht beigetreten und man versucht sie zu überzeugen, aber es ist mir leider nicht gelungen. Okay, ich werde in unseren Chat die Fragen hineinstellen. Noch einmal. Dass Sie dann das auch noch einmal im Überblick haben. So, da war Sie sollten jetzt sehen, hoffe ich. Wir sind eh eine sehr kleine Runde, das heißt, ich glaube, wir brauchen gar nicht mit Handzeichen oder sowas arbeiten. Wir können eigentlich gleich drauf losreden. Vielleicht starten wir gleich mit der, ich weiß nicht, sollen wir eine Vorstellrunde machen? Was ist Ihnen recht? Wir sind eh nur 4 Personen, das wird sich vielleicht sogar ausgehen. Vielleicht kann jeder kurz sagen, kurz den Hintergrund und vielleicht, wie es in der eigenen Institution oder bei Partnern, wie da ökologische Nachhaltigkeit in der Internationalisierung gelebt wird. Vielleicht haben Sie da ein paar Wortmeldungen oder ein paar Ideen. Genau, möchte jemand gleich anfangen? Ja, vielleicht darf ich mich beginnend vorstellen. Mein Name ist Andreas Zelekowitz. Ich bin einerseits Teil des ÖAD, Betreiber des Regionalbüro in Linz und bin andererseits bei der Kunstuniversität Linz im International Office tätig und dort eben für die Erasmus Outgoings zuständig seit 1. März dieses Jahres. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich mache gleich weiter. Anna-Maria Smirnovic, hallo. Ich leite das Service Center für internationale Beziehungen, so heißt bei uns das International Office an der Universität für Weiterbildung Krems und bin in Quarantäne. Also ich bin froh, dass das Ding online stattfindet, sonst hätte ich es nicht geschafft. Hat auch seine guten Sachen dann. Dann mache ich gern weiter. Ich bin Anne Schitter und ich bin an der Fachhochschule des BFE Wien und betreue die ganzen Incoming-Studenten, die zu uns kommen. Genau. Ja, last but not least, Ulrike Haseberg-Klinger von der FH Joanneum in Graz. Ich bin auch im International Office und bin zuständig für die Erasmus-Personalmobilität und ja, interkulturelle Kompetenzworkshops etc. Sehr gut. Sollen wir vielleicht uns mal gleich den Fragen widmen? Wie gehen Ihre Institutionen? Sie sind jetzt alle von einer Hochschule, haben alle schon eine Zeit lang ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Wie gehen Ihre Hochschule und vor allem Ihre Partner mit Nachhaltigkeit um? Ist das ein Thema, auch gerade bei der Internationalisierung? Also versuchen Sie Studierende dazu zu bringen, mit dem Zug anzureisen oder in der Zusammenarbeit mit Partnern wird das thematisiert überhaupt? Vielleicht darf ich da gleich anschließen. Ich bin eben für das Erasmus-Programm für die Outgoings zuständig und da ist es, wie heute schon mehrfach angesprochen, ja ein Teil der neuen Programmschiene, der obligate 50er für Green Travel und die dazugehörigen förderbaren Reisetage. Und wir haben an der Kunstuni da eigentlich eine sehr positive Erfahrung gemacht. Wenn ich da vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben tatsächlich 95% Outgoings, die Green Travel in Anspruch genommen haben. Konkrete Zahlen, das sind 20 Green Traveler und eine Person, die sich für ein anderes Verkehrsmittel entschieden hat. Das ist ja doch eine recht positive Größe, würde ich jetzt einmal sagen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Tool, die 50 Euro und die förderbaren Reisetage waren, die zu diesem Ergebnis geführt haben, oder ob das schon ein bereits vorhandenes Problembewusstsein bei den Studierenden grundsätzlich ist. Und ich habe den Verdacht, dass die Studierenden da ein sehr hohes Maß an Sensibilität haben und der Wille, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen, bereits sehr ausgeprägt ist. Ich bin mir aber allerdings nicht sicher, wie das bei der Personalmobilität ist. Und vielleicht darf ich da jetzt die Kollegin Haseberg-Klinger fragen, die ja da Spezialistin ist. Wie schaut es denn im Personalsektor aus? Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Also für die Personalmobilität schaut es halt anders aus. Wobei ich jetzt sagen muss, also durch Corona haben wir jetzt ja fast 1,5 Jahre keine Personalmobilität gehabt. Und jetzt, wo es jetzt schon langsam wieder angekommen ist und wieder ins Laufen kommen ist,
Also die Kollegen fahren schon, also fliegen schon meistens, also außer es handelt sich wirklich um sehr nahe Mobilität, also Mobilitäten in sehr nahe Ziele. Aber da herrscht, glaube ich, noch wenig Bewusstsein. Dazu kommt auch, dass wir ja angehalten sind, die Mittel vom Call 2020 zu verwenden und nicht von der neuen Programmgeneration. Und da gibt es ja die 4 Reisetage auch noch gar nicht, weil da müssen wir uns ja auch nach den an die Regeln von der alten Programmgeneration halten. Und also ich glaube, da gibt es sicher sehr viel Aufklärungsbedarf und Diskussionsbedarf noch. Also bei den Studierenden, das so sehe ich das auch bei uns. Ich habe jetzt zwar leider keine konkreten Zahlen, aber was ich so nebenbei mitbekommen habe von den Kollegen, da nehmen schon sehr viele Studierende die Green Mobility Möglichkeiten in Anspruch. Und wir haben da eigentlich auch schon seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, auch so im, also konkret auch, um ihnen die Vorteile schmackhaft zu machen von einer Slow Mobility, also vom langsamen Anreisen. Und ja, auch dieses Carpooling, also Carsharing, also das nehmen sie schon in Anspruch. Aber ja, bei der Personalmobilität, ich sehe es irgendwie auch für mich schwierig, weil sich jetzt wirklich die Zeit zu nehmen und mehrere Tage für An- und Abreise dann zu verwenden, wenn man vielleicht selbst nur, also nicht maximal 5 Tage an der Badenhochschule sich befindet, das ja, ist vielleicht eine Herausforderung. Absolut. Sehen Sie das eher dann sozusagen als Generationenkonflikt, dass sozusagen die Studierende, die jüngere Generation eher bereit ist, mit dem Zug zu fahren, oder ist das einfach die Lebensphase, wenn man sagt, der Studierende ist das schon Teil der Erfahrung, einmal 2 Tage mit dem Zug anzureisen? Also ich sehe es eher als in Verbindung mit der Länge der Mobilität. Wenn ich eine lange Mobilität plane oder durchführe, wie die Studierenden das ja tun, weil das sind ja gleich ein paar Monate weg, dann ist es einfach leichter zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein paar Tage Zeit für An- und Abreise. Wenn ich jetzt aber nur maximal eine Woche oder 5 Tage weg bin, dann steht es oft nicht im Verhältnis zum Aufenthalt vor Ort an der Partnerhochschule. Also das glaube ich eher als Erklärung zu sehen. Ja, wäre spannend, das dann zu sehen bei den Short-Term-Mobilities, ob das dann bei Studierenden ähnlich ist, die dann wirklich nur für eine Woche reisen, ob die dann auch lieber das Flugzeug verwenden. Das stimmt, ja, genau. Das kann man dann vergleichen. Könnte man sich statistisch ein bisschen ja, spielen. Genau. Wobei es schon auch sein kann, ich meine, also nicht, das ist jetzt nur so eine reine Spekulation oder beziehungsweise auch aus meiner Sicht, also das Personal, das ja auch Familie hat und so weiter, das schaut man, glaub, vielleicht doch eher drauf, dass sie nicht zu lange weg sind. Oder als die Studierenden, die sagen, wow, das Zeit ist jetzt vielleicht nicht so, also das bringt man schon unter. Mhm. Wie ist es bei Ihnen so allgemein mit internationalen Partnern? Kennen Sie Partnerhochschulen? Wie wird das da gehandhabt? Wird da auch so Slow-Mobility promoted? Oder haben die ähnliche Konflikte, Probleme? Oder sind Sie da im Austausch über das Thema? Gibt es vielleicht also nicht Arbeitsgruppen oder irgendwas in diese Richtung? Beziehungsweise weiß nicht, ob jemand von Ihnen gerade bei der internationalen Mobilität, also bei den 107er Projekten dabei ist, wo man eben sich auch um Incoming Personen, Staff und Studierende kümmert. Sind die davon zu überzeugen oder kann man die überzeugen, mit dem Zug anzureisen? Also wir sind auch sehr stark bei der 107er Key Action dabei. Und also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, da passiert da eigentlich der Großteil über das Flugzeug, einfach weil die halt wirklich weit weg sind. Also dass man da jetzt da mit dem Fährschiff kommt, also das haben wir jetzt nur so, also ich glaube nicht, dass da bei uns jetzt jemand dabei gewesen wäre. Genau, ich kann es auch nur sagen, wir haben einige Studierende aus Russland, die darüber gefördert werden. Ich glaube, die meisten reisen auch mit dem Flugzeug an. Also da. Ansonsten, es wäre interessant mal, also ich habe das leider noch nicht gemacht, aber meine Incoming-Studierenden alle mal zu befragen, wie die anreisen. Also das wird bisher nicht abgefragt, aber das werde ich in Zukunft mal machen. Und
Genau, ich weiß auch gar nicht, ob die Partnerhochschulen da irgendwie das fördern. Also ich weiß von einigen Partnerhochschulen, da gibt es auch nochmal eine extra Förderung für Green Mobility. Aber ja, ich weiß nicht, ob das alle machen. Genau, es gibt ja eh, ich glaube in der, jetzt habe ich den Faden verloren. bei den 131 Projekten in der neuen Programmgeneration gibt es ja auch die, Entschuldigung, fällt mir leider nicht ein, was ich jetzt sagen wollte. Sonst übernehme ich bitte, kurz. Bitte, also, danke. Retter in der Not. Wir haben relativ wenig Studierendenmobilität an der Universität für Weiterbildung Krems. Und das neue Programm, wo Green Mobility auch gefördert wird, ist ja neu. Also die 107er Projekte, die wir abwickeln, die haben keine Green Mobility Klausel drin. Also da haben wir uns auch nicht sehr stark gemacht für Incomings oder Outgoings, für Zugreisen bei den Studierenden. Ich sehe die Verantwortung der Information zu diesen Fördertöpfen und zu diesen Möglichkeiten gegenüber den Studierenden schon bei den International Offices. Und die Verantwortung allerdings für die Personalauslandsaufenthalte, die wurde an der Universität für Weiterbildung Krems von der Abteilung für Finanz und Personal und wie heißt Abteilung Finanzen, Personal und Recht übernommen, die ja die Dienstreisevorschriften oder Regeln vorgeben. Und das finde ich auch gut so, weil da wird ja jetzt ganz klar universitätsweit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfohlen, Dienstreisen nach Möglichkeit mit der Bahn zu machen, beziehungsweise Flugreisen erst ab einer Dauer von 8 Stunden und bei Distanzen über 750 Kilometer in Anspruch zu nehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und freut mich natürlich, weil die Aufklärungsarbeit, also ich kann das schon noch bei einem Betreuungsgespräch, Beratungsgespräch mit dem interessierten Personal natürlich noch einbringen, aber die Aufklärungsarbeiten ist auf der Hochschulmanagement-Ebene passiert. Und meine Arbeit ist jetzt nur, die Fördergelder auszuschütten, was ja, glaube ich, hinsichtlich des Personals auch der richtige Zugang ist. Hinsichtlich des Studierenden ist es natürlich unsere Aufgabe, da jetzt die Studierenden darüber aufzuklären. Und das probieren wir auch, beziehungsweise unterstützen wir auch diese Maßnahmen des Hochschulmanagements, also jetzt auf der Seite des Service Centers für internationale Beziehungen, indem wir zu den Erasmus Days ein Filmchen gedreht haben. Was habe ich davon, wenn ich mit der Bahn fahre oder mit dem Bus fahre, wo wir uns damit auseinandersetzen, eben, dass man gleich einsteigen kann, dass es wahrscheinlich eine WLAN-Verbindung geben wird, beziehungsweise Steckdosen, dass ich mir da keine Gedanken machen muss über, wie voll sind meine Flaschen oder meine Fläschchen, bevor ich reise, dass ich alles an Gepäck mitnehmen kann, was ich tragen kann. Also so eine ganz einfache Begründung für die Bahn oder für den Bus auch, dass ich mich nicht verrenken muss in der Bahn, wenn ich mit meinem Gegenüber sprechen möchte. Und zusätzlich, das haben wir uns von, ich glaube, der ETH Zürich abgeschaut, eine Europakarte mit grünen Städten, die komplettiert diesen, also was wir Green Mobility Kit genannt haben. Und das sind Städte, die von Wien aus, nicht von Krems aus, die in Verbindung Wien-Krems ist ja um einiges, also da müsste man nochmal eine Stunde dazugeben, aber von Wien aus unter 8 Stunden mit dem Zug oder mit dem Bus erreichbar sind, beziehungsweise mit dem Bus auch. Also wir haben die Grünen, ganz Grünen sind dann Zug, die Blauen sind Bus, und da hat sich herausgestellt, dass eine Menge Destinationen jetzt nicht grüne Destinationen sind von unseren Partneruniversitäten, Standorten. Das ist einmal so der Input, den wir momentan auf einerseits auf institutioneller Ebene, also Hochschulmanagement, da finde ich auch sehr wichtig, dass man das auch anspricht. Also es kann nicht die ganze Nachhaltigkeitsaktion bei den International Offices bleiben, wenn es um Mobilität geht. Das muss also im Zuge der Dienstreisenregelung der einzelnen Unis auch direkt angesprochen werden, wie Auslandsreisen handzuhaben sind.
aber auch auf der Ebene eben von uns als Verwalterinnen des Erasmus-Programms. Das sind die paar Punkte, die ich abdecken kann. Sie sehen das sozusagen eher als Austausch. Also Sie im International Office müssen das natürlich auch fordern gegenüber der Universitätsleitung, und die Universitätsleitung muss auch von sich selbst was hergeben oder das selbst ein bisschen promoten, das selbst dahinter sein. Wie ist es bei Ihnen auf den anderen Universitäten? Kriegen Sie da von der Universitätsleitung ein bisschen Unterstützung bei diesem Thema? Also an der Kunstuniversität Linz ist es der Universitätsleitung schon auch ein Anliegen, dass eben umweltfreundlich gereist wird. Es ist da vom Vizerektorat sind da sehr brauchbare Inputs gekommen, schon alleine wie man zum Beispiel den Bewerbungsbogen gestaltet, sozusagen, dass man Green Travel sozusagen schon mal voraussetzt und man sich als bewerbende Person sich sagen, wirklich aktiv dagegen entscheiden muss, sozusagen als psychologisches Moment auch. Das ist der Universitätsleitung durchaus bewusst, aber es ist natürlich ein ständiger Austausch. Durch Kommunikation und durch das Zusammenstecken der Köpfe entstehen ja viele gute Ideen auch. Also grundsätzlich glaube ich ja, dass das Thema nachhaltig reisen, nachhaltig leben per se, weil man wird nicht daran vorbeikommen, dass man da auch wirklich den großen Bogen denkt und auch die politischen Entscheider sozusagen dann auch mit in die Pflicht nimmt. Rein auf persönliche Goodwill-Entscheidung, glaube ich, lässt sich das Problem nicht stemmen. Es ist ja auch nicht nur die Mobilität davon betroffen, wenn man sich anschaut, die globalen Probleme unserer Zeit, Plastikverschmutzung zum Beispiel, Migrationsprobleme, Verteilungsgerechtigkeit und vieles andere mehr. Dazu braucht es eigentlich wirklich eine globale Community. Und da sind wir jetzt wieder eigentlich bei der Mobilität. Also die Mobilität an sich, die ja diese globale Community erzeugt, ist absolut wichtig. Aber wir müssen, wie heute schon oft erwähnt, eben darauf aufpassen, dass nicht Mobilität mehr CO2 erzeugt, als sie dann per se verhindert. Haben Sie dabei, diese globale Community aktiv zu fördern oder so? Sind Sie im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland zu dem Thema? Naja, da darf ich jetzt als ÖAD ansprechen. Unsere Incomings erleben ja jedes Semester einen Welcome Day, wo eben auch die Officials der Universität, die Repräsentanten der Universität auch da sind. Und es gibt eben ein Welcome Reception. Und ich habe eigentlich über die vergangenen Jahre bis jetzt immer mir überlegt, ja, was sage ich denn den Leuten? Was ist der große Vorteil der Mobilität? Und das war bislang eigentlich immer das banale Kontakt zur Sprache im Zielland, sozusagen persönliche Vorteile, Horizonterweiterung, natürlich auch der berufliche Aspekt, dass man da sehr interessante und wichtige Erfahrungen sammelt, die man dann auch sozusagen für das Persönliche, für die Karriere eigentlich auch sehr gut gebrauchen kann und was wichtig ist. Aber in letzter Zeit sind andere Aspekte in den Vordergrund gerückt, nämlich, dass Mobilität eben genau auf diesen Hinblick auf die globalen Probleme, die wir haben und die wir nur global lösen können, sondern nicht in kleinen Einheiten, sondern ausschließlich weltweit, dass da Mobilität dann eigentlich insofern eine große Rolle spielt, dass durch die Mobilität eben diese globale Community entsteht. Und gerade im Hochschulbereich, wo Eliten ausgebildet werden, ist dieser Aspekt unschätzbar wertvoll. Und das versuche ich den Leuten dann auch zu vermitteln, wenn sie zu uns kommen. Ich glaube, die Frau Calderon hat das gesagt, dass bei der BOKU gibt es ja diese Penalen, wenn man weit reist, also sozusagen Restriktionsmaßnahmen, um eben diese weiten Flugreisen ein bisschen zumindest nicht so attraktiv zu gestalten. Das spielt ein bisschen in den Punkt hinein der Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten. Sehen Sie da einen gewissen Druck, dass man als Universität attraktiv sein muss, möglichst international sein muss und dass es befeuert, dass die Leute rausgehen und auch, dass es die Universität in diesen Rankings hebt? Ist das was in Ihrer Arbeit präsent ist?
Also die Rankings per se sind jetzt nicht ein Fokus der Wettbewerbsfähigkeit, zumindest an unserer Universität. Aber die Wettbewerbsfähigkeit, also wenn Sie durch, ich hole ein bisschen aus, also deswegen auch meine Frage vorher für das Podium, also inwiefern wir uns da nicht ein bisschen jetzt so verstricken in diese Nachhaltigkeit und Digitalisierungsdebatte, wo es eigentlich ganz einfach sein könnte momentan. Also Internationalisierung nachhaltig wird heißen, Fokus auf Bus und Bahn und vielleicht auf blended, hybride Methoden. Aber da ist, also wenn wir jetzt zu viel Aufmerksamkeit der Nachhaltigkeit im Rahmen der Internationalisierung geben, dann kann es sein, dass der Gedanke der Internationalisierung in den Hintergrund tritt. Weil natürlich brauchen wir Mobilität. Also das ist, da kann ich mich nur anschließen. Also es wird nicht funktionieren, wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne mobil zu sein. Egal, ob jetzt auf der Personalseite oder auf der Studierendenseite. Wenn jetzt sich herausgestellt hat, dass ein Teil davon hybrid oder blended oder virtuell passieren kann, schön und gut, aber das ist ein Zusatz. Es ist etwas, das nicht jetzt die tatsächliche Mobilität ersetzen kann, leider. Also ich schaue mir meine Kinder an, vielleicht wird das für sie eine Realität sein, aber das, also ich bin keine Baba Yaga, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird bei denen genauso ein Wunsch sein, andere Territorien zu betreten, andere Kulturen kennenzulernen, um sich eben selbst zu bereichern und um auch selbst wettbewerbsfähig zu bleiben. Also das wird sonst schwierig werden. Mit ich bleibe jetzt in Niederösterreich im kleinen Haus und wie soll es auch mit virtuellen, also auch mit Geräten und mit virtuellen Meetings wird schwierig sein, dass sie da ein offenes Weltbild haben und wettbewerbsfähig bleiben. Und deswegen Restriktionen, ja, also wir setzen keine. Da gibt es keine, also es gibt eine Empfehlung für Bahnreisen. Wenn eine Flugreise unternommen wird unter 750 Kilometer oder 8 Stunden bei Personal, da wird auch um eine Erklärung gebeten. Aber es gibt keine Restriktionen im Sinne, das darf man nicht machen, weil natürlich ist es notwendig. Da braucht man nicht jetzt eben darüber diskutieren, glaube ich. Aber ja, damit schalte ich mich stumm. Ja, man merkt es ja eh auch. Ich meine, diese Diskussion wird wahrscheinlich, also es funktioniert sehr gut, aber wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, da ist so viel Kommunikation, was dann leider verloren geht. Aber es ist auch im Erasmus-Programm sind diese Mobilitäten, auch gerade die Kurzzeitmobilitäten, sind immer mit einer virtuellen Komponente verbunden, wo man sagt, okay, man hat irgendwie beides. Man hat dieses effiziente oder dieses vielleicht auch ressourcenschonende virtuelle, aber gleichzeitig auch diesen persönlichen Austausch und das Soziale, was eigentlich auch recht wichtig ist. Ich habe mal einen Faden von vorhin gefunden, und zwar, was ich sagen wollte, weil Sie das gemeint haben, Frau Schitter, im neuen Programm in K131 gibt es, glaube ich, laut meines Wissens auch diese Möglichkeit oder dieses Feld, dass man aufzeichnet, wie die mobilen Personen angereist sind, also mit welchen Mitteln. Das heißt, wir werden dann auch die Möglichkeit haben, das auszuwerten und ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das dann funktioniert. Ja. Also da gibt es dann vielleicht in Zukunft hoffentlich bessere Daten. Okay, das ist spannend. Genau. Genau. Gut, es ist eh schon darf die Zeit. Darf ich nur kurz was, also nur gerne eine kurze Frage in den Raum stellen, wenn wir eh schon ÖAD und dabei haben, von allen Seiten auch noch dazu. Und zwar, also diese Green Travel Förderung von Erasmus, also wir können uns unser Bestes machen und die Studierenden, die wenigen, die wir haben, die tatsächlich mobil werden, darauf aufmerksam machen. Mhm. Das Problem ist noch immer, es sind so spezielle Fälle. Es ist so schwierig, das Ganze zu entscheiden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel wieder eine Studierende, die interessiert war an dieser Green Travel Förderung. Mhm. Die hat gemeint, ja, ob ein Interreg-Ticket gelten würde. Und wir waren dann im Austausch mit dem ÖAD. Mhm. Und das gestaltet sich in diesem individuellen Fall sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wo die Studierende einsteigt, wo sie aussteigt, was sie in der Zwischenzeit macht, ob diese 4 Tage extra Förderung dann tatsächlich für diesen, also für das, was sie eigentlich machen soll, im Rahmen der Mobilität gedacht sind,
Also es ist die Schwierigkeit, der Betrag ist an sich eher niedrig, ja, also ja. Haben wir vorher schon gehört, aber dann gibt es auch einen relativ großen administrativen Aufwand, um die tatsächliche Green Travel Aktivität zu überprüfen. Und die Frage ist, inwiefern wir das auch, also zentral, nicht wir, sondern der ÖAD, das ein bisschen klarer definieren kann, nicht formulieren kann, sondern definieren kann. Green Travel ist Interrail-Ticket, egal wohin gefahren wird. Solche Sachen. Ich verstehe absolut die Frage. Wir sind halt auch jetzt gerade bei 131, ist das jetzt die erste, also in der neuen Programmperiode mit den neuen Richtlinien, das erste Semester sozusagen, das so stattfindet. Ich hoffe auch, dass das in Zukunft ein bisschen klarer wird. Das war auch schon bei der letzten Programmperiode vor 7 Jahren so, dass das erste Jahr noch ein bisschen schwierig ist, das mit den Verträgen und so weiter. Aber wir arbeiten auch daran, dass das klarer wird, weil das auch für uns wichtig ist natürlich. Diese Anfragen kommen regelmäßig rein. Wir arbeiten auch eben dran. Ich muss leider an der Stelle die Session einmal stoppen. Wir werden dann in 60 Sekunden wieder zurückgehen. Hat, weil sonst geht sich das leider nicht mehr aus. Wir haben leider sehr wenig Zeit. So 20, 25 Minuten zu diskutieren ist wirklich sehr wenig. Dankeschön und bis Danke. Später. Genau, bis später. Dankeschön, bis später. Danke. So, sehr gut. Ich glaube, wir sind alle wieder zurück im Plenum. Sehr gut. Ich hoffe, Sie hatten angenehme, spannende Diskussionsrunden und spannenden Austausch. Wir werden jetzt kurz die letzten paar Minuten noch nutzen, um ein bisschen das zusammenzufassen, was in unseren Runden diskutiert wurde. Da wird jetzt jeder Moderator, jede Moderatorin vielleicht kurz eine Minute sagen, was so die Themen waren. Und dann haben wir eben noch einmal in der größeren Runde Zeit, uns ein bisschen auszutauschen oder eben für ein paar Wortmeldungen. Ich möchte gleich beginnen. Also bei uns in der Runde ist es im Prinzip ein bisschen darum gegangen, oder das Erste, was aufgekommen ist, ist, dass Studierende spannenderweise ein bisschen einen ausgeprägteren Willen haben, diese nachhaltigen Verkehrsmittel zu nutzen, beispielsweise mit der Bahn zu fahren. Bei Personal ist das wenig, was aber natürlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass die Mobilitäten bei Personal einfach kürzer sind und man für 5 Tage dann nicht 3 Reisetage, aber für 5 Tage Aufenthalt eben nicht 3 Reisetage so schnell in Kauf nimmt. Was ganz spannend ist, eine Kollegin, die versucht im International Office ein bisschen die Slow Mobilities, diese Vorteile zu bewerben, ein bisschen zu sagen, was ist der Vorteil, wenn man langsam ein Land kennenlernt, wenn man vielleicht einen halben Tag durch die Landschaft ein bisschen fährt. Also das ist eigentlich auch ganz spannend, da zu schauen, dass man sagt, okay, das ist nicht nur, es geht nicht um Zeiteffizienz, sondern es hat auch eine gewisse Qualität, so zu reisen. Kolleginnen haben auch berichtet, dass diese Green Travel Förderungen, die jetzt im Erasmus Plus Programm kommen, dass die bei anderen Partnerhochschulen auch schon von der Hochschule selbst gefördert werden. Also das ist auch von der Hochschule selber, was hier was kommt. Generell wurde auch gesagt, dass die Verantwortung, die nachhaltige Mobilität und diese Green Internationalization, das liegt zum einen bei den International Offices, das auch aktiv zu bewerben und da dahinter zu sein, aber es geht natürlich nicht ohne einen gewissen Rückhalt von der Universitätsleitung. Aber da gibt es auch ganz spannende Initiativen, wo beispielsweise so eine Europakarte erstellt wird von grünen Städten, wo man dann ein bisschen sieht, okay, wo sind die Partner, kann man dort überhaupt mit grünen Verkehrsmitteln hinreisen? Also das sind auch ganz, ganz spannende Initiativen. Und generell ist es wichtig, um das international auch zu verbinden, hier eine Art globale Community zu bilden. Und da ist gerade das Erasmus-Programm optimal, wo man einfach Leute von unterschiedlichsten Ländern dieser Welt zusammen hat und hier auch diese Vernetzung fördern und das Bewusstsein dafür, dass dass das ein sehr wichtiges Thema ist, diese Green Internationalization. Gut, ich möchte jetzt gleich vielleicht an Rainer übergeben, du bist der Nächste. Magst du kurz uns berichten, was bei euch so diskutiert wurde? Okay, ja, ein paar Punkte will ich auch ausgreifen, jetzt nicht alles. Aber wir haben also diskutiert, dass es schon in vielen Hochschulen CO2-Pflanzen inzwischen gibt. Also das wird schon so untersucht. Und es gibt auch schon Dienstreiserichtlinien in den meisten Hochschulen. Und das wird auch jetzt sehr zeitnah und sehr rasch umgesetzt. Dann wird auch COIL groß geschrieben an vielen Unis, amerikanisches Konzept,
für virtuelle Klassenzimmer. Und da gab es auch Anfragen von amerikanischen Unis, jetzt direkt an viele Hochschulen. Aber es ist auch die Meinung in der Gruppe gewesen, dass das nicht physische Aufenthalte und Reisen ersetzen kann. Aber es kann vielleicht einen Anstoß dann liefern für weitere Mobilitäten. Und ja, und das, jetzt gibt es auch Ausbildung dazu und Weiterbildung wird angeboten. Dann gab es auch die Meinung, dass diese 50 Euro für Green Mobility Incentives viel zu wenig ist, dass man da mehr machen muss. Auch sind teilweise Zugbuchungen in Europa auch selbst sehr schwierig und da braucht es vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Die Frage war, braucht es Reisebüros für Studierende an Unis oder braucht es da mehr dann auch administrative Unterstützung? Und ein Punkt war auch, dass wenn dann Studierende sich entscheiden zu reisen, auch mit dem Zug vielleicht anzureisen, dass sie dann vor Ort jetzt nicht wieder versuchen, alle umliegenden Touristen Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern sich auch seinen Aufenthalt stärker verorten und den Aufenthalt vor Ort so zu gestalten, dass sie auch bessere Eindrücke bekommen vor Ort und mehr Kontakte, dass man auch vielleicht von Seiten der Uni mehr anbieten muss, um das besser zu verorten, den Aufenthalt, und auch dann Mehrwert dann zu erhöhen für den Aufenthalt. Ja, das war es kurz von meiner Seite. Dankeschön. Katharina, darf ich dich bitten, kurz ein paar Worte zu sagen? Ja, also die Themen scheinen sozusagen sich immer mal wieder durchzuziehen, weil auch bei uns ging es ganz viel um die Anreize, die geschaffen werden, und zum Beispiel auch, dass das Top-up bei Green Internationalization nicht ausreicht, vor allem wenn die Flüge viel günstiger wären als die Zugtickets. Und das ist eine, würde ich sagen, ziemliche Grunderkenntnis dieser Breakout-Session gewesen oder Konsens, dass es einfach sozusagen zusätzlich zu dem Handeln in den International Offices und den Bestrebungen, da ökologisch nachhaltig zu agieren, durchaus auch weitreichendere Maßnahmen braucht, die von oberer Ebene gegeben werden, also von Seiten der Hochschule, von Seiten der Kommission oder eben auch von Seiten der Ministerien, der Zuständigen, genau, dass sozusagen die International Offices auch in eine Struktur institutionell eingebunden werden, auf die sie sich dann beziehen können. Zusätzlich dazu gibt es aber so in der Gruppe viele Initiativen und Anreize, die die International Offices schon setzen. Das bezieht sich einerseits auf Mobilitäten, aber eben sozusagen ganz wichtig auch in der Gruppe gewesen, sich nicht auf Mobilitäten zu beschränken, sondern weit darüber hinaus zu gehen, dass man auch sozusagen nachhaltig in ganz, ganz anderen Bereichen der Hochschularbeit sein kann. Dann das Bekenntnis zur Qualität, also dass es eine Balance geben muss zwischen Quantität und Qualität in Mobilitäten, damit einhergehend auch vielleicht Verdichtung an entsprechender Stelle und da, wo sinnvoll vielleicht auch überlegt werden kann, auf virtuelle Komponenten umzusteigen. Und dann haben wir uns abschließend noch überlegt, was könnten dann sozusagen, wenn man umsteigt, was kann nicht ersetzt werden in einer physischen Mobilität und was vielleicht schon? Also was sind die zentralen Aspekte von physischer Mobilität? Dankeschön, Karin, darf ich dich bitten? Ganz kurz vielleicht. Ja, gerne. Wir hatten sehr viele Vertreter aus dem FH-Sektor bei uns quasi in der Gruppe. Also da war grundsätzlich das gemeinsame Verständnis, dass sich da jetzt sehr, sehr viel tut. Ja? Also sehr, sehr viele Fachhochschulen setzen jetzt Nachhaltigkeitsmaßnahmen über EMAS-Zertifizierungen, Ringvorlesungen, Projekte und so weiter. Und natürlich auch dieses Bündnis nachhaltiger Hochschulen, das ja heute schon mehrfach erwähnt worden ist. Aber trotzdem ist sozusagen ein bisschen die Wahrnehmung, dass wir trotzdem da noch in den Kinderschuhen stecken. Ja? Was das Thema Mobilität angeht, eine große Herausforderung ist jetzt auch wirklich nicht nur die Mobilität, die internationale Mobilität, sondern auch zum Beispiel die Mobilität an den Campus. Ja? Also wenn halt der Campus sozusagen nicht gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist es eine große Herausforderung und die Frage, was kann man da tun? Die zweite Frage ist so ein bisschen das Thema sozusagen Wettbewerbsfähigkeit. Da war ganz interessant, also kam auch der Input, dass es jetzt vielleicht kurzfristig so ein bisschen wie ein Zielkonflikt wirkt, aber langfristig ökologische Nachhaltigkeit auch ein Wettbewerbsvorteil für Hochschulen sein wird, weil Studierende eben hier auch von ihrem Wertesystem hier heute kritischer sind. Auf der individuellen Ebene wird es immer darum gehen, hier sozusagen
die Verhältnismäßigkeit anzuschauen, nicht ganz auf Mobilität zu verzichten, weil eben zur Weltentdeckung gehört auch der Körper. Das fand ich irgendwie ein ganz nettes Zitat. Was jetzt konkrete Maßnahmen geht, das Thema Kurzmobilitäten wurde eher kritisch sozusagen diskutiert. Ist das jetzt wirklich ökologisch oder auch inhaltlich sinnvoll? Einige Hochschulen setzen auch ganz konkrete Maßnahmen, wie bis zu einer gewissen Kilometeranzahl soll man mit dem Zug fahren und nicht fliegen. Und als letzter Punkt wurde auch das Thema Kompensation nochmal diskutiert. Und hier eben auch, finde ich, ein wichtiger Beitrag, dass jetzt nicht gemeinhin sozusagen ein bisschen abfälliger oder die schlechtere Maßnahme zu behandeln, weil sie eben sehr stark auf das Programm ankommt. Manche Kompensationsprogramme halten nicht, was sie versprechen, aber andere sehr wohl. Und das sehr wohl eben als eine wichtige Maßnahme auch für Hochschulen ist, um eben CO2-Fußabdrücke zu kompensieren. Wunderbar, vielen Dank. Wir sind leider mit der Zeit schon sehr fortgeschritten. Wir haben vielleicht noch Zeit, weil es in 5 Minuten fangen die nächsten vorne an, vielleicht noch Zeit für eine Wortmeldung. Gibt es noch jemanden, der irgendwas abschließend sagen möchte oder vielleicht noch was beizutragen hat? Vielleicht einfach Hand heben. Schauen wir mal kurz. Gut. Okay, es gibt keine Wortmeldungen. Nachdem würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für die Teilnahme in unserem Forum, für die spannende Diskussion und die ganzen spannenden Beiträge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, viel Spaß auch beim nächsten Forum. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Wiederschauen. Vielen Dank, Wiederhören. Bitte, Wiederhören. Die Werte auf Karten, genau, und meine Präsentation teilen. Klar. Gut, ich hoffe, man kann es sehen. Genau, sehr gut. Wunderbar. Also, das Forum Internationale Ansätze zur Green Internationalization. Die Idee hinter diesem Forum ist, ein bisschen an den Vormittag anzuschließen. Wir hätten eigentlich heute einen sehr interessanten Vortrag von Mika Saarinen hören sollen, aber es hat auch sehr viele andere interessante Beiträge zum Thema gegeben, wie kann man Mobilität nachhaltig gestalten. Es gibt ja unzählige Maßnahmen auf verschiedenen Universitäten, auch international. Restriktive, unterstützende Maßnahmen. Wir kennen das Fleischschämen gerade in Nordeuropa. Das ist ein Mechanismus des sozialen Drucks. Wir wissen, in der neuen Programmperiode von Erasmus Plus gibt es die Möglichkeit, dass es der Green Travel Top-Ups, also auch die Europäische Kommission ist dahinter, da aktiv was zu ändern und zu tun. Wir wollen das Forum zum Anlass nehmen und das Ganze auch jetzt nochmal persönlich zu diskutieren. Sie alle sind Experten, Expertinnen im Hochschulbereich, die auch schon ein bisschen eine Erfahrung haben. Hier ist der Austausch in unseren Augen ganz wichtig. Dieses Forum haben wir deshalb so aufgebaut, dass wir jetzt eben nach einer kurzen Begrüßung 5 bis 10 Minuten Input von Karin Dobenick hören. Sie wird uns ein bisschen befeuern und uns dann sozusagen auch schon vorbereiten auf die Diskussionsrunden. Wir haben danach so kleine Breakout-Sessions mit so 25 Minuten. Diese Breakout-Sessions werden je von einem Moderator, einer Moderatorin moderiert und ein bisschen angeleitet. Das ist entweder Karin Dobenick, Rainer Einzenberger, Katharina Wurzer oder eben ich. Wir haben gesehen in der letzten Runde schon, dass dann auch einige Leute während der Foren ausgestiegen sind. Das heißt, vielleicht machen wir auch diesmal nur 3 Räume auf, je nachdem, wie es halt dann passt. Anschließend nach der Diskussion gehen wir nochmal zurück in eine in das Plenum, präsentieren kurz oder fassen kurz zusammen, was in den Runden diskutiert wurde, und dann haben wir noch einmal Zeit für ein paar kurze Wortmeldungen und nochmal den Austausch in der Gruppe. Genau, was wollen wir diskutieren? Wir haben uns schon ein paar Fragen überlegt, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Zum einen würden wir gerne wissen, wie Ihre Institution, aber vor allem Ihre Partnereinrichtungen mit ökologischer Nachhaltigkeit bei der Internationalisierung umgehen.
was die Herausforderungen dabei sind. Wir würden auch gerne wissen, Hochschulen sind ja in einem Wettbewerb eingebunden. Wir kennen diese ganzen Rankings. Internationalisierung ist ein sehr wichtiger Themenbereich. Und das steht ein bisschen oder ist scheinbar in Konflikt mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das würden wir gerne wissen, wie Sie dazu stehen, beziehungsweise welche Erfahrungswerte Sie dabei gemacht haben. Und der letzte Punkt wäre, ein bisschen über Maßnahmen zu diskutieren, um eben eine Balance zu schaffen zwischen der nachhaltigen Mobilität und akademischen Zielen, also in Forschung und Lehre, und wie das Ganze auch institutionell eingebettet werden muss, um eben erfolgreich zu sein. So, ich möchte jetzt an Karin Dobenig übergeben, die auf diese ganzen Themen näher eingeht und vielleicht auch die Brücke schlägt zum Vormittag. Karin, bitte. Ja, vielen Dank. So, ganz kurz. Also wie Lukas Alexander schon gesagt hat, also es wurde ja schon sehr, sehr viel am Vormittag quasi besprochen, und wir haben auch schon sehr, sehr viele interessante Beispiele von unterschiedlichen österreichischen Hochschulen gehört. Und meine Aufgabe ist es ein bisschen sozusagen, diese Impulse einerseits zusammenzufassen und andererseits auch ein bisschen zu strukturieren, um dann eben eine Grundlage für die Diskussion zu legen. Also was, glaube ich, auch aus der Diskussion am Vormittag ganz klar hervorgeht, ist, dass wenn wir jetzt über ökologische Nachhaltigkeit und Internationalisierung sprechen, sprechen wir sehr oft vor allem von Mobilität und da vor allem über klimafreundliche Mobilität. Das heißt, sehr stark geht es darum, Maßnahmen zu setzen, um einerseits jetzt Mobilität klimafreundlicher zu gestalten, also jetzt sozusagen mal also nicht so klimafreundliche Mobilitätsformen wie zum Beispiel Flugreisen, eben durch klimafreundliche Mobilitätspraktiken wie zum Beispiel jetzt die Fahrt mit dem Zug oder die Fahrt mit dem Bus zu ersetzen. Es geht auch ein bisschen darum, Mobilität durch Nicht-Mobilität zu ersetzen, ja, also Stichwort Virtual Mobility, und andererseits eben auch darum, jetzt sozusagen CO2-Emissionen, die durch Mobilität entstehen, zu kompensieren. Ne? Also das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Strategien. Wie gesagt, ich habe jetzt versucht, in dem kurzen Impulsstatement die Maßnahmen, die wir heute schon von den österreichischen Hochschulen gehört haben, so ein bisschen zu ergänzen mit internationalen Beispielen. Und ich habe das sozusagen strukturiert, also die Art der Maßnahmen strukturiert, wie man das auch in der Nachhaltigkeitsforschung oder in der Forschung rund um nachhaltigen Konsum gerne macht. Ja. Also vorweg, also die am häufigsten eingesetzte Maßnahme, um nachhaltiges Verhalten zu fördern und auch die am wenigsten invasivste, ist naturgemäß Informations- und Bewusstseinsbildung. Da gibt es eine lange, lange Bandbreite von Dingen, die hier getan werden können. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele rausgegriffen, also zum Beispiel die Universität Basel, aber auch die ETH Zürich haben sogenannte Factsheets sozusagen erstellt, wo sie eben den Mitarbeitern Informationen darüber geben, wie CO2-intensiv denn unterschiedliche Transportmittel sind, und dann eben auch Tipps und Tricks sozusagen und Handreichungen, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Mobilitätspraktiken nachhaltiger gestalten können. Also das wäre so eine klassische Bewusstseinsinformationskampagne. Ein Beispiel, das ich auch gefunden habe, das ich aber nur jetzt aus anekdotischer Evidenz kenne, was ich aber sehr interessant gefunden habe, ist, die Universität Gent macht das anscheinend, und zwar eine sogenannte Aircraft-Free Communication. Das heißt, dass man davon Abstand nimmt, dass man sozusagen Flugzeuge als Symbol für Internationalisierung und für internationale Reisen verwendet. Das heißt, da geht es so ein bisschen auch um nicht nur also Wörter, sondern eben auch Bilder in der Kommunikation anders einzusetzen. Eine zweite Gruppe von Maßnahmen, die haben wir heute auch schon ein bisschen diskutiert, sind die Incentives und Disincentives für klimafreundliche Mobilität, sehr oft natürlich in finanzieller Form. Haben wir heute auch schon gehört, einerseits Nutzung von Fernbus oder Fernbahn hier eben zu fördern, auch wenn das vielleicht bedeutet, das kostet mich als Hochschule mehr, als wenn jetzt die Leute mit dem Flugzeug reisen. Natürlich auch die Green Mobility Zuschüsse von Erasmus Plus, aber eben auch auf der Ebene von den Disincentives, zweckgewidmeter Klimaschutzbeitrag für Dienstreisen mit dem Flugzeug. Ein Beispiel ist die University of California, die haben einen sogenannten Air Travel Mitigation Fund aufgesetzt.
jedes Department bezahlt quasi einen Klimaschutzbeitrag für Flugreisen, die von Mitarbeiterinnen des Departments getätigt werden. Das kommt in einen Fund und da werden dann Projekte gefördert, die eben nachweislich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ne? Also ähnlich auch, wie es die TU Graz handhabt. Also in der Forschung rund um nachhaltigen Konsum werden auch sogenannte verhaltensbasierte Maßnahmen sehr viel diskutiert, sogenannte Nudges. Da geht es eben darum, dass man jetzt nicht in die Entscheidung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen direkt eingreift, sondern indem man Entscheidungsarchitektur verändert, sozusagen die Leute zu der umweltfreundlicheren Variante hinstupst. Ein Beispiel wäre, sozusagen klimafreundliche Mobilität als Standard oder als Default zu setzen, bei dem man dann sozusagen ein Opting-out machen muss, zum Beispiel CO2-Kompensation einfach als Standard zu setzen oder auch Zug als Default-Transportmittel auszugeben. Und wenn ich dann trotzdem eine Flugreise machen möchte, dann muss ich das argumentieren. Ein sozusagen Lesetipp, die UNEP hat das sogenannte Little Book of Green Nudges herausgegeben. Das ist so ein bisschen eine Handreichung für Universitäten und Hochschulen, wie solche Nudges am Campus für Ernährung, Mobilität und so weiter eingesetzt werden, um eben klimafreundliches Verhalten zu fördern. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Schaffung von Infrastruktur und institutionellen Rahmenbedingungen. Natürlich einerseits technische Infrastruktur, um eben so Dinge wie Teleconferencing, Telework und so weiter möglich zu machen. Aber auch, und da empfehle ich den Integrated Transport Plan der University of Edinburgh sehr stark. Also die haben eine Bandbreite von Maßnahmen, wo sie Infrastruktur für klimafreundliche Mobilität schaffen. Bike-Sharing, Carpooling, Bike-Repair-Cafés und so weiter und so weiter. Und andererseits Infrastruktur für klimaschädlichere Mobilität reduzieren, wie zum Beispiel Parkplätze. Ne? Was jetzt tatsächliche Verbote oder Regulationen angeht, da findet man eher weniger. Ja? Also es gibt sozusagen Hochschulen, die wirklich schon Flugreisen sozusagen für gewisse Destinationen verbieten, ja? Wenn sie eben denn zum Beispiel mit dem Zug innerhalb von einer gewissen Stundenanzahl erreichbar sind. Vielleicht abschließend nur ganz kurz so ein bisschen meine Reflexion noch zu dem Thema. Also ich glaube, es gibt so drei Prämissen, wenn man eben als Hochschule über so Green Mobility Maßnahmen nachdenkt. Einerseits ganz wichtig, die Ziele klar zu definieren. Geht es uns darum, unseren gesamten CO2-Fußabdruck zu reduzieren? Geht es uns um die Reduktion von Flugreisen? Geht es uns um die Reduktion von Mobilität? Geht es uns um Kosteneinsparung und so weiter? Also dass diese Ziele klar definiert sind und auf der anderen Seite natürlich Überlegungen zum Thema Messbarkeit anzustellen. Also wie kann ich denn jetzt messen, ob meine Maßnahmen wirklich erfolgreich sind? Das ist ja generell ein großes Thema. Woher wissen wir denn, ob das dann wirklich funktioniert? Das ist aber auch wichtig, um dann eben einerseits die Einsparungsziele, aber auch die Erfolge der Maßnahmen zu kommunizieren. Ja, und last but not least, das werden wir jetzt auch in den Foren diskutieren. Es gibt natürlich Zielkonflikte auf institutioneller und auf individueller Ebene. Die werden auch bleiben aus meiner Sicht. Da geht es eben ganz stark darum, die wahrzunehmen, zu diskutieren und auch bis zu einem gewissen Grad auszuhalten. Ja, und jetzt freue ich mich schon auf die Diskussion in den Kleingruppen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen spannenden Beiträge und Punkte. Ich habe sie jetzt in Sessions, in Breakout-Sessions aufgeteilt, in Räume. Und zwar, wir haben jetzt drei Räume. Ich werde das jetzt gleich beginnen. Das heißt, Sie sollten jetzt eine Einladung bekommen haben. Hallo? Hallo, ja. So, ich werde mal, man hört mich sehr gut. Ich werde kurz in den Chat die Fragen stellen, die wir diskutieren wollen, dass Sie die auch als Übersicht haben. So, bitte schön, ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Gut, ich möchte vielleicht gleich mit der ersten Frage beginnen. Ich hoffe, Sie sind aktiv mit dabei. Und zwar, wir sind jetzt in einer kleinen Runde. Das ist eh sehr angenehm, um zu diskutieren und um eben einen Austausch zu finden. Vielleicht wollen Sie sozusagen als Einstieg einmal kurz sagen, wie in Ihrer Institution ökologische Nachhaltigkeit gelebt wird, gerade im Thema der Internationalisierung, beziehungsweise vielleicht haben Sie auch Erfahrungen gemacht im Austausch mit internationalen Partnern, wie das eben dort gehandhabt wird.
Nur passive Zuhörerinnen, kein Problem. Es ist immer ein bisschen schwierig. Bitte gerne, danke. Mein Name ist Eda Marlene, ich bin International Officer an der FH Gesundheitsberuf Oberösterreich. Ich fange jetzt an, weil ich wirklich zu dem Thema noch nicht so viel zu sagen habe, weil ich gestehe, wir sind die jüngste FH Österreichs und für uns ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich jetzt mit der neuen Programmgeneration erstmals auf den Tisch gelandet, weil wir vorher einfach nur sehr stark damit beschäftigt waren, dass wir einfach auch Internationalisierung bei uns als Hochschule implementieren. Genau, und jetzt eben auch im Zuge einer neuen Erasmus-Programm-Generation setzen wir uns erstmals mit der Frage auseinander, wie können wir die Mobilitäten grüner gestalten und welche Möglichkeiten gibt es da? Und von dem her war jetzt einfach auch der Input von der Tagung bisher ganz spannend. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, was ich mir noch mitnehmen möchte. Und bei uns ist es so der Plan, im nächsten Sommer dieses Thema ganz gravierend anzugehen. Und darum bin ich schon gespannt auf die anderen Inputs jetzt in dieser Gruppe. Danke. Danke, danke. Möchte ich jemand anders was dazu sagen? Frau Waas, bitte. Ja, hallo. Ich bin die Katrin von der AMC Krems und was unsere Partner betrifft, wir haben ein ziemlich großes Partnernetzwerk und da weiß ich jetzt nicht ganz so genau, was die alle für Ziele oder Maßnahmen haben. Wir haben bis jetzt nur keine Einschränkungen dadurch gehabt, das nicht. Was ich aber weiß, dass wir selbst an der FH eigentlich sehr viel machen zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt einen eigenen Ausschuss. Da bin ich seit kurzem erst drinnen und auch noch nicht so ganz vertraut mit dem Ganzen, aber wir haben halt Ziele für die Bewusstseinsförderung, den ganzen Ressourceneinsatz an der FH, sei es Strom, Photovoltaik, solche Dinge, dann auch zur Mobilität, dass man die Studierenden informiert und ja, sind eben da, dass wir das dabei, dass wir das immer ausweiten. Es gibt da immer einen Nachhaltigkeitsbericht jedes Jahr und ja, wichtig ist auch, Nachhaltigkeit in der Lehre und in der Forschung, das sollte überall eingesetzt werden. Ja, was ich vielleicht noch kurz sagen wollte, ist, ich finde jetzt bei dem Thema Green Mobility versteifen wir uns immer sehr auf das Reisen. Ich finde, man sollte da ein bisschen andere Anreize geben, dass sich die Studierenden vor Ort im Gastland vielleicht ein bisschen die Augen öffnen und anschauen, wie wird Nachhaltigkeit im Gastland gelebt, wie viele Plastiksackerl kriegen es bei Walmart in Kanada zum Beispiel oder solche Sachen. Vielleicht sollte man da in die Richtung das ein bisschen oder das ganze Thema ein bisschen ausweiten und nicht nur auf das Flugzeug reduzieren. Und sehen Sie da die so ein Gedanke gewinnen. Und machen Sie das in Ihrem International Office? Ist das was, wo man sagt, okay, man sensibilisiert die Outgoing-Studierenden drauf, eben dort in den Gastländern nachhaltig zu sein? Wir sind dabei, dass wir was entwickeln. Also wir machen es noch nicht aktiv, aber wir sind dabei, dass wir da was in die Richtung machen. Und die Initiativen, das geht auch ein bisschen in das, was die Frau Eder gesagt hat. Kommt diese ganze Initiative von der Hochschulleitung oder ist das was, was bei Ihnen im International Office passiert, wo man sagt, okay, wir müssen selber was machen oder ist das angeleitet? Es steckt bei uns in den Zielen generell verankert, also in der Strategie der Hochschule und auch natürlich in der Strategie oder in die Ziele unserer Abteilung. Also es kommt so von beiden Richtungen, würde ich jetzt sagen. Okay. Sokop. Wollen Sie zum Thema etwas sagen? Sind Sie bei uns? Oder Frau Dabringer? Ja, ich sage gerne auch noch was dazu. Mein Name ist Lena Dabringer, ich bin im International Office der WU. Und also ich habe jetzt in meinem Teilbereich aktuell nicht so viel damit zu tun. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen zu denken geben, jetzt wo wir drüber sprechen. Aber ich kann ein bisschen erzählen, was ich weiß, dass meine was meine Kollegen in der Abteilung machen. Also ich hoffe, ich gebe nichts falsch wieder. Wir arbeiten, glaube ich, hauptsächlich mit Information. Also wir versuchen sowohl unsere Incoming-Studierenden als auch unsere Outgoing-Studierenden einfach ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren. Also sowohl auf unseren Webseiten als auch über Social Media zum Beispiel.
Ich habe jetzt gerade aufgemacht, wir haben eine Website für unsere Incoming-Studierenden, wo wir sie auch darauf hinweisen, wie können sie ihren Aufenthalt in Wien ein bisschen nachhaltiger gestalten. Das passt vielleicht auch zu dem, was die Kollegin vorher gesagt hat. Und gleichzeitig versuchen wir auch ein bisschen zu sensibilisieren, indem wir den Outgoings zum Beispiel ein bisschen vermitteln. Okay, wenn ihr dort und dorthin fliegt, dann verursacht das diese Emissionen. Aber wenn ihr stattdessen den Zug nehmt, dann sind das diese Emissionen. Also einfach ein bisschen mit einer Sensibilisierung in die Richtung zu arbeiten. Genau. Danke. Frau Sokup hat in den Chat geschrieben, sie hat leider Verbindungsprobleme. Frau Sokup, wenn es bei Ihnen in den nächsten Minuten oder wir sind jetzt ungefähr noch 20 Minuten, haben wir jetzt noch Zeit. Wenn es besser werden sollte, dann bitte einfach, können Sie einfach das Mikrofon aufdrehen und aufsprechen natürlich. Gut, wir können vielleicht gleich zur zweiten Frage gehen oder die zweite Richtung. Universitäten sind ja immer auch in einem gewissen Wettbewerb. Sehen Sie in Ihrer Arbeit bei Ihnen im International Office, aber auch bei vielleicht Partnerorganisationen, dass diese Wettbewerbsfähigkeit und dass die Internationalisierung da eine wichtige Rolle spielt und dass man vielleicht auch gar nicht zu stark das hier Restriktion haben möchte. Ich glaube, die Frau Calderon-Peter hat ja gemeint, dass auf der BOKU so Penalen gibt, wenn man Flugreisen macht von 200 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass das problematisch ist, gerade wenn man als Hochschule ja möchte, dass eigentlich sehr viel gereist wird, um eben in diesen Rankings aufzusteigen. Ist das was, was in Ihrer Arbeit Relevanz hat? Oder sehen Sie, oder vielleicht kann ich es ein bisschen anders formulieren, dass es umgänglicher wird, haben Sie auch vor der Universitätsleitung ein bisschen so diesen, ich würde nicht sagen Druck, aber so diese Anleitung, diese Mobilitäten möglichst voranzutreiben, möglichst zu schauen, dass das natürlich, Nona nicht sozusagen, muss man das Budget, das man zugewiesen hat, bekommen hat, ausnutzen? Oder soll man das natürlich auch ausnutzen? Aber es die Frage steht, da die Internationalisierung über ökologischen Zielen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin selber gerade am Überlegen. Ich habe das jetzt, während Sie gesprochen haben, habe ich mir gedacht, dass ich das Gefühl habe, dass der ganze Diskurs zu dem Thema jetzt nicht unbedingt konkret an der WU, sondern ganz grundsätzlich vielleicht eher in die Richtung geht, dass man sagt, man versucht zu kompensieren, also dass man sagt, man möchte die Internationalität, also tatsächlich die physische, nicht opfern und überlegt sich deshalb, wie man in allen anderen Bereichen so nachhaltig wie möglich sein kann, um das sozusagen ein bisschen zu kompensieren. Also jetzt eben auch das Stichwort, dass man sagt, ja, man will, dass die Incomings herkommen, aber hier sollen sie sich dann nachhaltig verhalten. So oft, ja. Ich weiß nicht, wie das die anderen Kolleginnen sehen. Freda, bitte, Ihr Mikrofon ist aus. Bitte aufdrehen. Wir hören Sie nicht. Dankeschön. Super, danke für den Hinweis. Dann äußere ich mich nur dazu, vielleicht nur von einer sehr unqualifizierten Perspektive, nachdem wir ja noch nicht so viel Erfahrung haben mit der Nachhaltigkeit. Es war vorher auch nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe. Also wir haben an der ganzen Hochschule ist jetzt 2021 eine Vernetzungsgruppe Nachhaltigkeit gebildet worden. Also ist jetzt in der Strategie festgehalten, dass die bis 2026 noch weiter etabliert wird und dass dann eben auch ein Konzept entwickelt wird zum Thema Nachhaltigkeit. Von dem her ist es jetzt da schwer abzuschätzen, inwieweit das dann auch Einfluss auf unsere Mobilitäten beispielsweise erhoben wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass aus der Sicht des International Offices, dass uns in erster Linie einfach wichtig ist, dass wir qualitativ hochwertige Ausbildung anbieten und dass wir internationalen Austausch anbieten können, wenn dieser gewünscht wird. Und meine aktuelle Vermutung geht einfach in die Richtung, dass zum Thema Nachhaltigkeit, dass wir da wahrscheinlich eher einen eher ermöglichenden Ansatz verfolgen werden. Das heißt, dass wir gut informieren, dass wir Angebote setzen, für nicht so Incomings-Angebote setzen, wie eben Vorräder, solche Sachen. Also ich schätze mal, das werden jetzt einmal so unsere ersten Schritte sein in der nächsten Zeit. Und wie sich das dann in den nächsten Jahren entwickeln wird, da bin ich einfach auch schon sehr gespannt. Genau. Danke.
Ja, und wie, also Sie haben beide jetzt gesagt, es gibt Vernetzungsgruppen, es gibt Ausschüsse zur Nachhaltigkeit, um dieses Thema da zu starten. Gibt es sowas auch auf internationaler Ebene, beziehungsweise auch in Österreich? Wer ist da der Treiber? Also wer schafft das? Wie müssen die Umstände sein, dass es eben sowas zustande kommt? Wie ist das bei Ihnen gelaufen, dass es eben diese Vernetzungsgruppenausschüsse gibt? Also bei uns war, glaube ich, das war zwar noch vor meiner Zeit, aber bei uns gibt es einen Studiengangsleiter für das Masterstudienprogramm Umwelt und Nachhaltigkeit, und eben dieser Studiengangsleiter hat bei uns den Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss ins Leben gerufen und ist da auch natürlich dahinter, dass wir alle Ziele erreichen. Und in Sachen Mobilität, also Reisen, Dienstreisen, im Moment haben wir sehr viel eingespart, würde ich jetzt einmal sagen, seit Corona. Aber natürlich sind wir eigentlich schon eher in die Richtung, dass wir wieder wollen, dass die Mitarbeiter so gut wie möglich rausgehen. Wir haben sehr viele Gespräche mit meinen Kollegen und Kolleginnen, und wenn es jetzt in ein näheres Land geht oder halt in ein Nachbarland, dann sind alle bereit, mit dem Zug zu fahren, und es muss nicht immer das Flugzeug sein. Aber wir sind jetzt schon eher auf dem, in die Richtung, dass wir wieder mehr Personal rausschicken wollen, auch natürlich. Sinnvoll muss das Ganze auch sein. Also, ja. Danke. Gut, wir können vielleicht zur nächsten Frage schon übergehen. Welche Maßnahmen, ich meine, Sie haben eh schon sehr viel dazu besprochen. Es ist auch eigentlich ganz, ganz spannend, das von einer anderen Richtung zu betrachten, weil wir haben ja auch bei der Vorbereitung dieses Forums uns immer schon sehr stark auf diese Mobilitäten verschärft. Aber es stimmt, Sie haben absolut recht. Es geht ja mehr darum, als nur diese Flugreise zu machen, sondern auch um den Aufenthalt dort. Und wenn man eben so ein Erasmus-Programm organisiert und diese Organisation oder mit diesem Organisationsteam der Hochschulen, ÖAD und so weiter da mitspielt, hat man auch eine gewisse Möglichkeit, die Nachhaltigkeit vor Ort stärker zu fördern. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Von dieser Perspektive, muss ich sagen, haben wir das auch in der Vorbereitung gar nicht gesehen. Ja, was wir auch ganz spannend finden oder was wir auch bei diesem Forum immer ein bisschen wollten, ist vor allem diese internationalen Ansätze zu schauen oder uns diese anzuschauen. Ich meine, Sie haben ein paar von Ihnen gesagt, Sie sind noch nicht so lange dabei oder sind gerade auch dabei, gewisse Kapazitäten aufzubauen. Gibt es trotzdem schon gewisse, haben Sie trotzdem schon einen gewissen Austausch mit internationalen Büros, mit International Offices im Ausland gehabt, die auch dieses Thema thematisiert haben? Wissen Sie, wie die das angehen oder wie da eben der Austausch stattgefunden hat? Also ich war schon bei einigen Meetings dabei mit einer Partnerhochschule in Peru zum Beispiel, die was halt eigentlich aufgrund der Pandemie jetzt vermehrt auf Internationalization at Home gehen, die was vermehrt Keul anbieten und die was auch mit uns kollaborieren müssen. Also außerhalb des Rahmens von Erasmus Plus gibt es schon auch Ansätze, die was... wir haben einige Partnerhochschulen, die was uns schreiben, dass sie Studiengänge komplett virtuell anbieten und dass unsere Studierenden mitmachen können, und sind auch da schon angefragt worden, ob wir eben Partnerschaften auf der Basis bilden können, was bei uns leider nicht möglich ist, weil wir sehr viel in Präsenz machen. Mhm. Also in die Richtung gehen schon einige, und ich glaube, Anreiz war eben die Pandemie für das Ganze, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Und bei Ihnen an der Hochschule ist jetzt nicht so, dass die, oder ist eben sehr viel in Präsenzlehre, ist das dann eine bewusste Entscheidung oder sehen Sie das halt eher sozusagen als Prozess, wo man sagt, okay, man muss sich mal ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, das durchdiskutieren, wirklich virtuelle Lehrgänge oder virtuelle zumindest Lehrveranstaltungen anzubieten? Nein, das ist, also bei uns ist wirklich, die Präsenz steht bei uns schon noch im Vordergrund. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man komplette Lehrgänge virtuell anbietet. Also im Moment macht man viel teilweise virtuell, teilweise in Präsenz, aber ich glaube, Vordergrund wird bei uns immer
Präsenzunterricht sein. Also das wird immer vorrangig sein. Aber natürlich wird auch schon viel mehr angeboten mit virtuellen Austausch und mit Partnerinstitutionen. Das wird schon angeboten. Ja. Aber grundsätzlich ist Präsenz. Vielleicht Frau Dabringer, bei der WU kann ich mir vorstellen, da sind auch sehr viele internationale Partner. Ich weiß, die WU ist immer sehr umtriebig, was internationale Mobilitäten angeht. Haben Sie da irgendeinen Austausch, irgendwelche Erfahrungswerte aus dem Ausland? Aus dem Ausland habe ich das tatsächlich nicht, aber ich habe an was anderes gedacht, wie die Kollegin gerade gesprochen hat, beziehungsweise wie ich auch die Frage nochmal gelesen habe. Vor allem bezüglich dem Thema Balance zwischen ökologischen und akademischen Zielen. Ich hoffe, ich greife nicht vor. passt. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Pandemie jetzt ein bisschen, ein bisschen vereinfacht hat, dass es überhaupt ein Online-Angebot gibt. Also ich merke jetzt, dass auch bei der Lehrorganisation Dinge passieren, die vielleicht vor 2 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wären. Also ich arbeite recht viel mit internationalen Lehrenden zusammen und teilweise eben auch aus Übersee. Und da ist es jetzt so, dass wir die Lehrenden teilweise auch einfach fragen, wollen Sie nächstes Semester online unterrichten oder wollen Sie herkommen? Und die Frage hat sich vorher einfach gar nicht gestellt, weil die Lehrenden sind einfach immer hergekommen. Und jetzt wird auch teilweise, auch wenn das dann natürlich vielleicht nicht auf Basis der Nachhaltigkeit entschieden wird, sondern auch einfach auf Basis von Convenience, da muss ich halt nicht nach Europa fliegen und kann trotzdem unterrichten. Und ich glaube, das geht dann schon auch in eine Richtung, wo man sagt, dass das akademische Ziel dann trotzdem erreicht und vielleicht trotzdem ökologisch sich dann auch nochmal positiv auswirkt. Das ist die eine Sache. Und was man auch gemerkt hat, ist, dass also wir haben jetzt sind Teil von 2 Initiativen, wo tatsächlich ein Online-Austausch für Studierende angeboten wird. Also sprich, wo Studierende einzelne Online-Kurse an Partneruniversitäten beziehungsweise auch an der WU besuchen können. Was völlig unkompliziert passiert im Sinne von, es ist kein Auslandssemester, sondern es ist einfach ein zusätzlicher Online-Kurs oder 2, der sich in das Semester zu Hause sozusagen einfügt. Und so hat man eben dieses Element der Internationalization at Home. Das ist jetzt auch sehr viel schneller alles passiert, obwohl es eigentlich schon vorher geplant war, eben aufgrund der Pandemie. Also ich glaube, das sind schon einige Dinge, die wir gelernt haben und die auch bleiben werden. Aber ähnlich wie bei der Kollegin, also es ist trotzdem noch sehr die Präsenz im Vordergrund. Und wir tun uns jetzt, wo es fast wieder zur Normalität zurückkehrt, tun uns das fast schon ein bisschen schwer, Online-Angebot aufzutreiben. Also es ist noch so ein bisschen, es ist da, aber es ist noch nicht ganz angekommen, sage ich mal. Danke. Ja, ich glaube, das ist auch diese Balance zwischen virtuellen und physischen Aufenthalten, ist ja im Prinzip das in die Richtung, oder das ist die Richtung, die auch das Erasmus-Programm einschlägt, weil gerade bei diesen Kurzzeitmobilitäten, bei den Short-Term Mobilities, die dann nur 5 Tage bis eben 30 Tage dauern, ist auch eine virtuelle Komponente zwingend notwendig. Also man nimmt sozusagen das Beste aus beiden Welten dann und man sagt, okay, man hat auch gewisse virtuelle Teile, aber das physische, dieser soziale Kontakt, ich meine, man merkt es ja auch in dieser Runde, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, wäre die Diskussion natürlich eine ganz andere, was eh selbstverständlich ist. Und diese Balance dann aus beiden ist wahrscheinlich dann eh auch der Weg, in die das Ganze gehen wird. Ja, wir haben eh auch schon ein bisschen gesprochen, um jetzt auch wieder ein bisschen auf die Fragen zurückzukommen, dass diese institutionelle Einbettung eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und dass das dann teilweise, dass das nicht nur bei den International Offices liegt, sondern natürlich auch bei der Universitätsleitung, dass von dieser Seite auch einiges kommen muss. Ich weiß auch, dass es generell in Österreich einige Initiativen gibt, diese Initiative der nachhaltigen Universitäten und sowas, die das vorantreibt. Sehen Sie da was, dass da sozusagen so ein, ich möchte nicht sagen Peer Pressure, aber dass da so ein Mitnahmeeffekt ist, man sagt, okay, es ist jetzt eh sehr viel Bewegung und dass auch die springt die eigene Universität gleich auf. Gibt es da so eine gewisse Dynamik in Österreich, dass das Thema einfach mitzieht? Wie ist das in Ihrer Arbeit? Also wir sind zum Beispiel, Entschuldigung. Nein, kein Problem, mach du vorher. Also wir sind zum Beispiel Teil von dem Bündnis nachhaltiger Hochschulen und sind eben eine der 11
Hochschulen, die was da dabei sind. Ich glaube einfach, dass das bei uns das Thema, das stellt sich gar nicht in Frage, das wird einfach gelebt und das gehört bei uns einfach schon dazu, das Thema Nachhaltigkeit. Okay, und wissen Sie, dass bevor noch Ihre Universität dabei getreten ist, war das irgendein Diskurs auf der Universität oder ist das eigentlich eh sehr plötzlich gekommen und man war eh gleich Feuer und Flamme dafür? Oder hat es da einen gewissen Prozess gegeben? Waren da gewisse Bedenken, Herausforderungen? War irgendein schwieriger Weg, ein steiniger Weg? Einmal Prozesse, Herausforderungen gibt es immer, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein steiniger Weg war. Ich war jetzt leider nicht ganz so involviert in dem. Und weiß die ganzen Hintergründe auch nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass dem Ganzen irgendwie Steine in den Weg gelegt wurden, sondern dass das unterstützt worden ist, auch von seitens der Geschäftsführung, ganz bestimmt. Danke. Frau Eder, Sie wollten vorher was sagen. Ja, genau. Ich wollte einfach nur ergänzen, also in meiner Position als Referentin im International Office empfinde ich es eher so, also weniger als Druck oder Peer Pressure, weil sie da rundherum, sondern so viel tut, sondern vielmehr erlebe ich es einfach als internen Qualitätsanspruch, dass man sich einfach auch auf die aktuellen Herausforderungen, die momentane Zeit einfach auch so bringt, dass man sich auf die einfach auch einlässt. Und da ist jetzt natürlich Corona ganz ein großes Thema, aber genauso ist natürlich auch Nachhaltigkeit bei unseren Studierenden ein Thema und dann mich man das natürlich auch aufnehmen. Und bei uns sind eben die FH Gesundheitsberufe. Wir haben einen Fokus, also gerade im Bereich von Erasmus, in erster Linie auf Praktikumsmobilitäten. Und wir merken da jetzt einfach durch Corona einen besonders starken Einschnitt, was die Mobilitäten angeht. Und von dem her ist jetzt Corona auch so ein bisschen eine beschleunigende Maßnahme, dass man einfach den Auf- und den Ausbau von der Internationalization at Home nur schneller angeht, nur mehr angeht, auf mehrere Studiengänge ausbreitet. Wir schauen, dass wir jetzt einfach auch vermehrt Best-Practice-Beispiele sammeln. Sind natürlich da im Kontakt mit dem internationalen Ausschuss der Fachhochschulkonferenz. Das ist, finde ich, recht eine wertvolle Austauschbörse, auf die wir immer wieder auch ganz gern zurückgreifen und wo auch viel außerhalb von den Ausschüssen ein Austausch zum Glück passiert, wo man sich dann einfach auch immer wieder was mitnehmen kann. Und von dem her sehe ich das einfach eher positiv, dass eben auch da gerade unter den Fachhochschulen ein reger Austausch ist und man so auch immer wieder so ein bisschen, also eben nicht auf Druck, sondern einfach so mitgerissen wird, hey, da wollen wir auch schauen, dass man unsere Hochschule dieses oder jenes anbieten. Danke. Okay. So, wir sind eh schon ziemlich am Ende unserer Diskussionsrunde. Um 40 müssen wir schon wieder zurück ins Plenum. Wir haben leider nur sehr wenig Zeit. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Session stoppen. Dann haben wir noch 60 Sekunden. Also wenn, falls jemand noch irgendeinen Speed-Pitch oder sowas machen möchte, hätte sie jetzt noch Zeit. Genau. Ich glaube, wir sind alle wieder zurück. Ein paar treten noch ein. Ja, ich glaube, wir sind alle wieder da. Gut, willkommen zurück von den Diskussionsrunden. Ich hoffe, Sie hatten einen sehr spannenden Austausch. Wir werden jetzt kurz, jeder Moderator, jede Moderatorin wird jetzt kurz zusammenfassen, worum es in Diskussionsrunden gegangen ist, was gesagt wurde. Und dann haben wir noch in etwa 5 Minuten Zeit, dass wir sozusagen in der großen Runde dann noch uns ein bisschen austauschen. Und dann haben wir auch noch Zeit für ein paar Wortmeldungen. Ich möchte vielleicht gleich beginnen.
Bei uns ist es in die Richtung gegangen, eben wie das vor allem institutionell gelebt wird, diese Nachhaltigkeit. Es gibt auf den Universitäten Vernetzungsgruppen, Ausschüsse, die für diese Richtung institutionalisiert wurden, dass es auch dann stärker auf den Hochschulen verankert ist. Ein wichtiger Aspekt, der auch besprochen wurde, ist, dass es nicht nur um die Nachhaltigkeit beim Reisen geht, also nicht nur um die Mobilität alleine, sondern auch um die Nachhaltigkeit vor Ort. Und wir als Personen, die in der Organisation von Erasmus Mobilitäten auf die eine oder andere Art involviert sind, haben natürlich da schon auch die Möglichkeit, Studierende, aber auch Lehrende, auch Staffmember zu beeinflussen und ihnen bewusst zu machen, wie man auch als Gast in diesen einzelnen Ländern nachhaltig agieren kann. Also da hätten wir gewisse Möglichkeit, auch über diese Mobilitäten hinauszuschauen. Wir haben, es ist auch in diese Richtung gegangen, dass die meisten Universitäten in unserem Raum eher einen ermöglichenden Ansatz haben, also weniger auf Restriktionen setzen, sondern mehr zu schauen, dass sie diese nachhaltigen Mobilitäten fördern und hier auch Möglichkeiten schaffen, um das, um eben nachhaltig zu sein. Und das letzte Thema, was wir auch noch besprochen haben, waren eben virtuelle Lehrgänge, virtuelle Mobilitäten. Es ist eben immer eine gewisse Kombination daraus, dass auch das Erasmus-Programm geht genau in diese Richtung, wo auch die soziale Komponente, der soziale, der physische Austausch wichtig ist, aber eben dieses Virtuelle wird einfach zunehmend stärker und ist jetzt nicht nur ökologisch, sondern einfach auch ökonomisch dann sinnvoll und hat so einen gewissen Beitrag. Gut, Karin, darf ich dich bitten, vielleicht kurz zusammenzufassen, was ihr diskutiert habt? Ja, sehr gerne. Also was jetzt so grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit an den Hochschulen angeht, da hat man auch gemerkt, also für alle teilnehmenden Hochschulen kommt das Thema jetzt auf die Agenda. Allerdings auch hier die Wahrnehmung, dass es grundsätzlich, dass man noch eher in den Kinderschuhen steckt. Was jetzt die Partner angeht, einerseits gibt es die Wahrnehmung, ja, dass das für viele Partner noch gar nicht wirklich ein Thema ist oder da zumindest noch kein Austausch dazu passiert.